Liebe Freunde, heute ist der 12. Juli, der Tag des Steuerzahlers. Wir, die Leistungsträger der Gesellschaft, sind uns unserer Verantwortung für die Schwächeren bewusst. Deswegen ist es grundsätzlich in Ordnung, dass wir Leistungsträger höhere Steuern zahlen, um die Schwächeren zu unterstützen. Es ist aber ein Unding, dass auch die sogenannten kleinen Leute mehr als 6 Monate pro Jahr vom 1. Januar bis zum 12. Juli für den Staat arbeiten müssen. Wer in Deutschland ehrlich arbeitet, darf aktuell nur behalten, was er seit dem 12. Juli bis zum 31.12. verdient. Das heißt, mehr als die Hälfte des erarbeiteten Einkommens rafft sich der Staat. Wer ist dieser Staat? Es gibt keinen Vaterstaat mehr, der sich um seine Bürger sorgt. Der Staat heute ist ein Sammelsurium inkompetenter bis fremdgesteuerter Politikdarsteller, die das sauer verdiente Geld der deutschen Steuerzahler im In- und Ausland veruntreuen. Sie veruntreuen es zweifach. Einmal für die Islamisierung unseres Landes und das andere Mal für den totalitären EU-Zwangsstaat. Übrigens veruntreuen die deutschen Politikdarsteller damit auch das Geld ausländischer Arbeitnehmer und ausländischer Unternehmer und Selbstständige, die dieses Geld in Deutschland sauer verdient haben. Veruntreuung ist im Gesellschafts- und im Wirtschaftsrecht ein Straftatbestand. Warum kommen unsere Politikdarsteller straffrei davon? Ich fordere 2 Dinge. Erstens, ich fordere die strafrechtliche Verfolgung der Veruntreuung von Steuergeldern. Und wenn das Strafgesetzbuch das aktuell nicht hergibt, ist es entsprechend anzupassen. Und ich fordere zweitens, dass der Staat jedem Bürger, jeder Bürgerin nur noch 1/3 wegnehmen darf von dem, was er verdient hat. Das heißt, dass nicht mehr wie heute mehr als die Hälfte des Einkommens wegbesteuert wird, sondern dass jede Bürgerin und jeder Bürger 2/3 behalten darf von dem, was sie sauer verdient haben. Und natürlich ist die 2. Forderung erreichbar. Natürlich kann man den Staat und muss man den Staat endlich mal restrukturieren, wie wir das oft genug auch erfolgreich mit Unternehmen getan haben. Was fehlt, ist der politische Wille. Und diesen politischen Willen sehe ich nur bei der Alternative für Deutschland und ihren Vorfeldorganisationen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.